Herr Nowotny, wir blicken jetzt mal voraus. Morgen soll der große Öffnungsgipfel steigen mit der Regierung, mit Experten. Und es soll darüber beratschlagt werden, wie geht es weiter. In vielen Ländern in Europa, da wurden die Corona-Maßnahmen teilweise vollkommen gekippt. Corona quasi als beendet erklärt, mehr oder weniger, zumindest was die Maßnahmen angeht. Wie sieht es da aus in Österreich? Ihrer Meinung nach, was sollten wir tun und sind wir bereit für eben solche Maßnahmen? Naja, also ich denke, wir sollten es schrittweise tun, wie ja auch die letzten Maßnahmen bereits nur schrittweise gekommen sind. Und das halte ich für gut und richtig. Denn wir sind nach wie vor auf einem Plateau, was die Neuinfektionszahlen betrifft, und zwar eher auf einem Hochplateau. Also durchaus in einem Bereich, der nicht so super ist. Wir wissen auch nicht, was diese BA2-Untervariante uns noch bringt. Also da könnte es durchaus noch sein, dass sich dadurch die Omikron-Welle etwas verlängert oder dass wir irgendwie vielleicht noch einen kleinen zusätzlichen Peak sehen. Das wissen wir noch nicht. Also daher schrittweise Zurücknahmen der Maßnahmen, das ist aus virologischer Sicht absolut in Ordnung. Und wir wissen ja, es brauchen die verschiedenen Bereiche Vorlaufzeiten. Also ich denke, auch das wird dann morgen auch hinauslaufen. Nicht wir öffnen jetzt alles, das wäre auch aus virologischer Sicht zu viel, sondern ein schrittweiser Plan, wie es weitergeht, auch bis in den März hinein. Und das, denke ich, sollte absolut okay sein. Es ist ja so, dass vor allen Dingen eben im Moment gerade ein ganz, ganz großes Thema ist, das Thema Impfpflicht. Sie ist bereits gesetzlich verankert und auch in Kraft getreten. Scharf gestellt ist sie noch nicht. Das sollte mit Mitte März passieren. Sie haben selber mal in einem Interview gesagt, dass die Impfpflicht ja aus der Delta-Variante ihren Ursprung hatte. Damals ist man davon ausgegangen, natürlich war noch eine andere Belastung des Gesundheitssystems und grundsätzlich ist ja auch der Grund dafür, um das Gesundheitssystem zu entlasten und auch zu schützen. Jetzt haben wir die Omikron-Variante, die Spielregeln haben sich hier verändert. Gleichzeitig ist die Impfpflicht nach wie vor auf Schiene. Jetzt gibt es ja immer mehr Stimmen, die sagen, brauchen wir das überhaupt noch? Auch innerhalb der Politik melden sich immer mehr zu Wort, dass wir jetzt die Impfpflicht eigentlich nicht mehr brauchen. Manche sagen aber wiederum, ja, es könnte im Herbst eine neue Welle kommen. Ist es eigentlich eine womögliche Welle im Herbst, wo wir jetzt noch nicht wissen, ob diese Variante, sofern welche auch immer dann hier aktiv sein sollte, auch wirklich gefährlich ist oder so gefährlich ist wie vielleicht manche andere zuvor. Ist es in Anbetracht dessen sinnvoll, jetzt eine Impfpflicht einzuführen? Also ich bin froh, dass ich einer der Ersten war, der diese Diskussionen angestoßen hat. Und kurz daraufhin sind verschiedene Landeshauptleute aufgesprungen und haben auch ihre Sicht der Dinge dargelegt. Und ich denke, dass was morgen wahrscheinlich beschlossen werden wird, ist, dass die Impfpflicht als solche bleibt, dass aber Phase 2 und 3, also all das, wo es um Strafen geht, auf Eis gelegt wird. Und meiner Ansicht nach soll genau das auch passieren. Wir wissen tatsächlich nicht, welche Virusvariante uns dann im Herbst und Winter trifft. Ich hoffe, gehe eher davon aus, dass es eine milde Variante ist, vielleicht eine Omikron-ähnliche Variante, die unser Gesundheitssystem nicht mehr wahnsinnig belasten sollte. Aber schlicht und ergreifend, wir wissen es nicht. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, der irgendwie für eine Impfpflicht spricht. Und das ist, es gibt ja Menschen, Personengruppen, die aus medizinischen Gründen oder aus Altersgründen, weil sie nämlich zu jung sind, sich nicht impfen lassen dürfen oder können. Und daher müssen sich andere Menschen impfen lassen, damit wir sozusagen diese Herdenimmunität bekommen. Also das wäre eigentlich ein Akt der Solidarität gegenüber jenen gegenüber, die sich nicht impfen lassen dürfen. Und da gibt es aus medizinischen Gründen doch einige, damit wir dann alle zusammen trotzdem geschützt sind. Trotzdem, ich habe das angestoßen, die Diskussion, und ich bin sehr froh, dass es jetzt in diese Richtung geht. Ich glaube, dass Phase 2 und 3 jetzt vorläufig mal ausgesetzt wird, und das ist meiner Ansicht nach gut so. Wir werden das auf jeden Fall morgen natürlich auch beobachten. Vielleicht können Sie mir das mal erklären, auch aus virologischer Sicht, denn
Mir hat das mal jemand so erklärt, dass ein Virus, das Ziel eines Virus ist es ja auch, als lebender Organismus zu überleben. Also es möchte ja nicht seinen Wirt, also sprich den Menschen in dem Fall hier töten, sondern ist natürlich auch dementsprechend bedacht darauf, dass man hier auch weiter sich verbreiten kann. Was jetzt auch bei der Omikron-Variante oder auch dann der Subvariante, die verbreitet sich ja unglaublich schnell, ist weniger schädlich. Ist das auch so? Kann man davon ausgehen, dass auch die weiteren Mutationen wahrscheinlich immer weniger gefährlich werden und das Virus dann immer mehr auch im Alltag einfach nicht wirklich spürbar sein wird für uns Menschen? Ja, also das ist eigentlich im Sinne des Virus. Und wir sehen das ja häufig, dass wenn ein neues Virus auftaucht, dass es eher tendenziell ein gefährliches Virus ist, für den Menschen zum Beispiel, und dass im Laufe der Zeit die Gefährlichkeit nachlässt. Außerdem müssen wir ja auch sehen, wir haben ja doch schon relativ viele Menschen geimpft, beziehungsweise andere haben die Infektion durchgemacht. Also die Immunitätslage in der Bevölkerung wird ja auch immer besser. Und auch das hilft natürlich, dass ein Virus eher ansteckender wird, aber nicht gefährlicher für den Menschen. Also es ist richtig, die Tendenz geht in Richtung eher milderem Krankheitsverlauf, auch wenn wir jetzt Richtung Herbst und Winter blicken. Aber dieses Coronavirus hat uns schon so oft an der Nase herumgeführt, dass man natürlich nicht mit Garantie sagen kann, ob nicht vielleicht doch ein etwas pathogeneres Virus wieder mal dabei sein könnte. Ist eher unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Jetzt haben wir auch eine andere Debatte, die im Moment gerade herrscht. Das heißt, die Tests, die Corona-Tests, ob die vielleicht kostenpflichtig werden, also nicht mehr kostenlos bleiben, so wie bisher. Wie sehen Sie das? Und gleichzeitig, das würde ja auf der anderen Seite auch bedeuten, dass wir sicherlich nicht mehr die Testweltmeister wären. Also sprich, wir würden dann nicht mehr testen um jeden Preis, sondern das heißt auf der anderen Seite auch, dass man sagen würde, na gut, dann sind die Tests auch nicht mehr so notwendig, oder? Wie sehen Sie das? Ja, also da gibt es auch die große Diskussion jetzt. Also die allermeisten Bundesländer und die, ja, ich würde sagen, auch die allermeisten Experten sind durchaus dafür, testen nur mehr in bestimmten Bereichen. Also auch ich setze mich dafür ein, dass Tests weiterhin bestehen bleiben müssen im Gesundheitsbereich, im Bereich der kritischen Infrastruktur, dann zur Abklärung bei symptomatischen Fällen, ob es sich um eine Corona-Infektion oder um etwas anderes handelt. Also in diesen Bereichen sollten die PCR-Tests bestehen bleiben. Ob man sie auch bei symptomlosen Personen weiter auf wirklich also breitflächig einsetzen sollte, das ist die große Frage. Stadt Wien will das. Dazu muss man schon sagen, Stadt Wien ist wahrscheinlich wegen dieser intensiven Teststrategie bisher so gut durch die Coronavirus-Welle gekommen oder Wellen gekommen, weil dadurch natürlich rechtzeitig sehr viele Infizierte entdeckt wurden und in Quarantäne geschickt wurden. Also es hat schon Sinn, aber andererseits gerade aus ökonomischer Sicht sollte man schon hinterfragen, ob wir weiterhin so viel Geld für die Tests ausgeben sollten oder ob wir uns nicht auf bestimmte Bereiche, die absolut notwendig sind, konzentrieren sollten. Würde natürlich auch wiederum bedeuten, dass wesentlich weniger Menschen in Quarantäne wären und wahrscheinlich auch wesentlich weniger Fälle hier aufgedeckt werden, oder? Das ist richtig. Wobei, das habe ich auch schon öfter gesagt, möchte ich noch einmal wiederholen, die derzeitige Regelung ist ja so, am Tag 5, wenn man in Quarantäne ist, kann man sich freitesten. Nur 80% dieser Tests am Tag 5 zeigen an, dass man noch Virusausscheider ist. Das heißt, diese Leute müssen dann weitere 5 Tage eben bis zum Tag 10 in Quarantäne bleiben. Wenn wir Tag 7 als jenen Tag heranziehen würden, wo man sich freitesten kann, dann haben wir schon einen deutlich höheren Prozentsatz von Menschen, die nicht mehr infektiös sind. Und damit ersparen wir uns 3 Tage bis zum Tag 10. Und diese Leute können dann am Tag 7 bereits wieder ins Berufsleben einsteigen. Während am Tag 5 sind noch 80% der Infizierten positiv. Also ich plädiere dafür, dieses Freitesten am Tag 7 zu machen und nicht am Tag 5. Im Übrigen, das Burgenland macht das bereits so seit
etwa 1 oder 2 Wochen.